Mobile THV-Geräte und Instrumententische mit integrierter THV-Strömung macht Operationen sicherer. Bei vielen Operationen reicht die Lüftungsdecke nicht aus, um das komplette Instrumentarium im direkten Schutzbereich zu positionieren. Die sterilen Instrumente, die außerhalb der sogenannten Schutzzone gelagert werden, verlieren so ihre Sterilität. Und schon geringste Keimzahlen können bei Implantaten eine Infektion auslösen oder zu einem Biofilm führen. Durch die Dauer der OP und der Anzahl der Personen kann dieser Keimpegel sogar noch weiter steigen. Durch den gezielten Einsatz steriler Luft können das Infektionsrisiko reduziert und zusätzliche Behandlungskosten verhindert werden. Zur Nachrüstung bestehender OPs sind sie eine ideale und kostengünstige Alternative zu den teuren konventionellen Laminar-Airflow-Decken. Funktionsweise: Die Geräte werden in der Regel am Fußende des Operationstisches angebracht und reinigen die OP-Luft durch einen hochreinigenden sogenannten HEPA-Filter von Partikeln und Mikroorganismen. Diese Laminar-Airflow-Geräte produzieren einen gleichbleibenden sterilen Luftstrom, der die Instrumente und das OP-Feld zu 99,99% von Bakterien reinigt. Im Gegensatz zur konventionellen Belüftung wird der sterile Luftstrom nicht durch die OP-Leuchte bzw. das OP-Team behindert, sodass durch die horizontale Strömung das OP-Feld besser steril gehalten wird. Die traditionelle Zuluftdecke schützt nur die Zone direkt und unmittelbar unter dem Luftauslass. Die Instrumente und das OP-Feld befinden sich aber meistens außerhalb dieser Zone. Die Geräte können, je nach Art der durchgeführten Operationen, sowohl alleine benutzt werden oder in Kombination mit einer bestehenden Raumluftanlage. Ein abnehmbarer Instrumententisch sorgt dafür, dass die Instrumente schon während der Vorbereitungsphase wirksam geschützt werden. Um die sofortige Einsatzbereitschaft und die Sterilität des Operationsfeldes zu gewährleisten, wird vor der Operation eine sterile Abdeckung angebracht. Die elektrische Höhenverstellung der Geräte kann sowohl vom sterilen OP-Personal als auch vom übrigen OP-Personal ausgeführt werden. Die Geräte verfügen über ein integriertes Rückverfolgungssystem, welches den Gebrauch der Geräte während der OP dokumentiert. Ein Laserring kann bei Bedarf eingeschaltet werden, zur Visualisierung des Schutzbereiches des sterilen Luftstromes. Die Mobilität der Geräte ermöglicht einen Einsatz in nur wenigen Sekunden ohne Umbauarbeiten. Die mobilen THV-Geräte sind eine ideale Lösung, um Operationen auch im ambulanten Bereich kostengünstig auszuführen. Weitere Einsatzgebiete sind die Orthopädie, Herzchirurgie, Vaskularchirurgie, Kardiologie, zentrale Venenkatheter, Augenchirurgie, Feld-OP sowie alle Operationen von Implantaten oder Operationen, bei denen eine hohe Sterilität erforderlich ist. Das mobile THV-Gerät wird vom Personal kaum wahrgenommen, da es keine störende Zugluft erzeugt. Schutzwirkung nach DIN 1946 Teil 4 erfüllt. Studien. Bei einer Studie durch die Universität Greifswald konnte eine Reduzierung der Partikel um das Tausendfache nachgewiesen werden. Die koloniebildenden Einheiten wurden bei simuliertem OP-Betrieb um das 250-fache reduziert. Viele weitere Studien: Journal of Hospital Infection, Hybeta, St. Marien Hospital Hamm und Hochschule Luzern bestätigen die Schutzwirkung nach DIN 1946 Teil 4. Durch die ständige Reinigung der Luft mit HEPA-Filtern kann auch der Keimpegel im gesamten OP gesenkt werden. Für ältere Operationssäle mit zu kleiner Laminar-Flow-Decke kann der sterile Instrumententisch eingesetzt werden. Der sterile Instrumententisch eignet sich auch zur Vorbereitung der Instrumente außerhalb des eigentlichen OP-Raumes. Das mobile Laminar Airflow-System ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich. Die Firma Normeditech ist spezialisiert auf kostengünstige mobile Laminar Airflow-Geräte für den OP-Saal und Eingriffsraum.